Und willkommen zurück bei Let's Play Joe's Diner. Dem super gruseligen, tödlichen Joe's Diner. Oh mein Gott. Willkommen. Ich habe mir letztes Mal so in die Hose gemacht, ey. Ich bin fast geplatzt vor Angst. Nicht. Naja. Wie gesagt, willkommen zurück und, wir spielen das Ganze jetzt zu Ende, obwohl ich wirklich mich echt beherrschen muss, das Ganze nicht doch abzubrechen. Und man merkt schon, es wird etwas schneller, das ganze Spiel. Ich muss mal hier so ein bisschen hoch mal. So. So, so ist gut. Was ist das, eine Mausefalle? Das ist ja lustig. So, hier. Okay. Ich bin jetzt ein bisschen draußen. Man merkt es vielleicht. Ich habe ein paar Tage nicht gespielt. Aber ich gebe mein Bestes, das Ganze hier einigermaßen hinzubekommen. Und ich hoffe, wir packen das jetzt in einem Rutsch durch. Bis zu Nacht 30. Ach so. Das war der. Ich hoffe, wir packen das. Denn ich muss sagen, ich habe eigentlich... Hä? Was ist das? Die Eismaschine? Ich habe eigentlich nicht so Bock, das ganze Spiel jetzt hier noch 5000 Folgen lang zu machen. Denn dafür ist es einfach zu gut. Da, in der Kürze liegt hier die Würze. Nee, es schickt wirklich. Also das... Das macht am Anfang mal, so 5 Minuten Spaß hier. Aber jetzt so langsam ist es einfach nur noch nervig. Deshalb gebe ich jetzt hier wirklich mein Bestes. Und versuche einfach mal, das wirklich hier in einem Rutsch zu packen. Blöde ist nur... Wir haben dann wirklich jetzt ein bisschen Zeit. 10 Nächte ist ja nun schon etwas länger, aber ich hoffe, wir schaffen es. Und wir haben ja auch um einiges mehr zu tun jetzt, man merkt es ja schon. Die Abstände werden immer kürzer, in denen die Gegenstände auftauchen, vielmehr die... Die Krachmacher. Und ich hoffe... Ich hoffe ja insgeheim immer noch, dass die Vogelscheuche irgendwann kommt und uns erschreckt. Irgendwann wird sie kommen. Ich bin mir sicher. Und wenn nicht, dann kündige ich. Ich weg. Scheiße hier. Ganz im Ernst, es ist wirklich... Nee, das hebe ich mir fürs Ende auf. Das hebe ich mir für mein Fazit auf. Mein Fazit von diesem Spiel. Ich glaube, ihr wollt es gar nicht hören. Mein Fazit. Doch, natürlich wollt ihr mein Fazit hören. So, 10. Okay. Das werden natürlich jetzt immer mehr Gegenstände. Und wenn erst das Licht ausfällt, ne? Es wäre natürlich auch einfach... Es wäre zu lustig,
Wenn einfach das Licht gar nicht ausfallen würde. Also wenn du die Taschenlampe hast, aber sie eigentlich gar nicht brauchst, könnte ich mir bei dem Ding hier auch vorstellen. Das könnte... Oh oh. Das könnte ich mir bei dem Spiel auch wirklich vorstellen, dass das so ist. So, hier trete ich mal kurz drauf. So, du hältst die Schnauze, Tee. Wir müssen hier arbeiten. Da war noch eins, dann haben wir hier hinten schon mal Ruhe. Was ist das? Hinten. Okay. Der Staubsauger. Oh. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich das Ding... so lange zieht. Hätte ich beim besten Willen nicht gedacht. Und ich hätte auch nicht... Was ist das denn? Ein Föhn, ne? Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass es so scheiße ist. Weil das Spiel ist halt einfach auch... Ist es einfach nicht gut. Das Spiel ist einfach nicht gut. So, wir müssen uns mal so ein bisschen beeilen. Da ist er. Und natürlich wieder ein Föhn. Jetzt hetzt es uns ganz schön. Vielmehr eher der lustige Feder. Oder lustige Vogel, glaube ich. Und das war ganz schön knapp. Das war ganz schön knapp jetzt. Boah. Das ist einfach so schlecht. Das ist einfach nur so schlecht. Das Spiel ist einfach nur so schlecht, dass man heulen möchte. Es ist einfach nur ein schlechtes Spiel. Das kann man so nicht anders sagen. Es ist einfach nur schlecht. Weil ich wüsste... Ich wüsste jetzt wirklich nicht, was ich diesem Spiel abgewinnen soll, ne? Es ist einfach so. Es ist einfach schlecht. Und, wenn da gegen Ende nicht nochmal irgendwie ein Schocker kommt, dann, ja. Würde ich gerne mein Geld zurückverlangen, kann es aber nicht mehr. Nee, dann kommt mein Fazit. Dann kommt mein Fazit und das wird sich dann gewaschen haben. Quiek, quiek. Gut, das wird sich wahrscheinlich eh schon gewaschen haben, denn, ja. Puh, das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Wenn es allerdings jetzt hier
wenn das Spiel noch ein bisschen schwieriger wird, also, dann wird es auch echt heftig. Dann kann es sein, dass wir sogar nochmal verkacken. Und das will ich... Huch, das will ich eigentlich echt nicht. Also ich will das alles nicht nochmal machen. Aber gut. Jetzt, sind wir ja erstmal hier und ich muss immer... überlegen, was hier was ist. Bei diesen super Soundeffekten. So, kocht uns nochmal Kaffee, der Alte. Der alte Schlingel. 3:30, wir haben noch Zeit. Alles gut. Solange das alles hier vorne ist, ist das alles gut. Und das letzte ist dort. Knack. So, aus damit. Vogelscheuche! Bitte! Erlöse uns von dem Bösen. Mach irgendwas. Du musst dringend für mehr Ruhe sorgen. Okay. Dringend. Okay, auch meine Schritte machen natürlich Lautstärke. Gut, aber wir haben jetzt viel Zeit, um über Dinge zu reden. Der Livestream zum Beispiel. Livestream sollte irgendwann bald wieder kommen. Ich habe jetzt bald eine Woche frei am Stück. Da kann man das mal machen. Denn so, wie gesagt, ich bin leider des Öfteren damit beschäftigt, zur Arbeit zu gehen und das, ja. Da ist es dann schwierig, noch einen Livestream abends zu machen. Das ist dann wirklich schwierig. Deshalb machen wir den erst, wenn ich frei habe. Und dann nicht wundern, wenn ich hier so abgehackt rede. Ich versuche, nur so früh es irgend geht, hier rauszufinden, woher der Störenfried kommt. Und deshalb muss ich die Klappe halten, so ein bisschen, weil man ja hier auch die Lautstärke nirgends ändern kann. Deshalb muss ich immer so ein bisschen komisch reden. Nicht wundern. Nicht wundern. Mann. Mir fällt auch schon gar nicht mehr ein, was ich hier sagen soll. Es ist immer dasselbe. Oh. Hinten das Faxgerät. Nee, es ist leider wirklich immer hier dasselbe. Ich würde gerne was anderes erzählen, aber... Ah, hier. So.
Ja. Ich mach schon. Und es wird echt heftig. Man merkt es schon. Es wird echt schneller. Hätte ich nicht mitgerechnet. Also man kann auch mehrere Sachen gleichzeitig hier als Störenfaktor haben. Jetzt hier die geile Mucke. Ich muss nochmal hier hinten irgendwie gucken. Ist nichts. Staubsauger. Und draußen kocht wieder die Stimmung. Da ist es hinten der Föhn. So. Das war eine knappe Kiste, ne? Nicht mehr, ey. Es ist so, als würde ich die Nachtschichten hier wirklich durchleben. Es ist einfach echt mordsmäßig anstrengend. Es ist einfach echt so. Wenn ich was anderes sagen würde, würde ich lügen. Und wenn es ja einfach auch nicht... nicht so viel schwerer werden würde wie jetzt, weil jetzt muss ich mich wirklich konzentrieren, das ist das Problem. Ich muss mich wirklich richtig auf das Spiel konzentrieren. Und das ist blöd, weil dann kann ich weniger reden und nur so abgehackt reden und das ist doof. Das ist sehr, sehr doof. Denn Reden ist bei dem Spiel sehr, sehr wichtig. Ansonsten wird es sehr, sehr schnell langweilig, aber ich... ich wäre verwundert, wenn ihr hier unglaublich viel Spaß hättet. Denn, es fällt mir hier auch schwer, irgendwie unglaublich unterhaltsam zu sein. Gebe ich hier offen zu. Ich gebe mein Bestes, aber es ist schwierig. Also es ist wirklich eine Herausforderung gerade hier für mich. Es ist die reinste Herausforderung. Kacke. Fuck you, Tür. Heilung. Wir haben doch keine Zeit. Das ist hinten das Faxgerät. So, da sind die letzten Gegenstände. Aber es wird wirklich schwierig. Es wird echt schwer. Und damit hätte ich echt ja nicht gerechnet. Deshalb singen wir ein Lied. Nein. Deshalb bin ich wirklich still und versuche mich zu konzentrieren. Und deshalb nicht böse sein. Ich muss das tun, ansonsten werden wir nur noch länger leiden. Und dieses Spiel wird nicht das erste Spiel sein, wo wir abbrechen. Nein, nein, nein. Für dieses Spiel werden wir das nicht bringen. Niemals nie.
Wir ziehen das durch. Kühlschrank. Wir ziehen das durch. Draußen, das klingt echt, als ob ein Atomkrieg wäre, ne? Ja, komm, komm, Kaffee. So atme ich am Ende noch, wenn er so weitergeht. Scheiß Spiel. Macht mich hier fertig. Weil ich immer dasselbe machen muss. Immer und immer wieder dieselbe gleiche Scheiße. Nur, dass ich jetzt halt mich echt konzentrieren muss, das ist das Problem. Kann das Spiel nicht einfach sein? Natürlich nicht. Ich glaube, es war gerade Wasser, ne? Natürlich. Jetzt, wo ich gerade zurück zum Müll laufen wollte. Aber es geht. Ups. Das geht. Echt rund hier. Muss ich sagen. Es geht echt rund. Ich muss mich wirklich ranhalten. Hier irgendwas zu schaffen. Da können wir ruhig durch. Das ist der Kühlschrank. Alles gut. So. Jetzt hier vorne weiter. Danke, das war nett. Dass wir mal ein paar Gegenstände hier in der Nähe haben. Dieses behinderte Gelächter die ganze Zeit. Ich kann's nicht mehr hören, echt. Nicht schnell zu holen, dann würde er kommen und dich holen, okay? Ja, ja. Soll er nur kommen? Oh oh. Der knallt da draußen rum. Es wird heftig, Freunde. So auf die letzten paar Meter wird es nochmal richtig heftig. Und wir ziehen das jetzt durch. An einem Stück. Wir machen das. Scheiß drauf. Wirklich. Wir leiden das, wir leiden jetzt gemeinsam und stehen das gemeinsam durch. Einer für alle. Alle für einen. 14, das ist nicht wahr, ne? Hatten wir eben auch schon 14? Wenn er wenigstens zwei mitnehmen könnte! Wenn er zwei Hände hätte!
Oder ein Türstopper! Aber nein! Dieses Mal schaffen wir es nicht. Dieses Mal schaffen wir es nicht, bin ich mir fast sicher. Die Qual ist wirklich unerträglich. Es ist einfach unerträglich. Muss man einfach so sagen. Da war noch eine Flasche. Da war noch eine Flasche hinten. Die hätten wir gesucht. Jetzt geht der fucking Wecker los. Vielmehr das Telefon. Was war das? Wasserhahn, ne? Oh, mal wieder. Bibi, ich bin still. So, wir müssen uns... ein bisschen beeilen. Aus damit. So. Das Ding. Jetzt haben wir es gleich. Ah, ich gucke immer an der falschen Stelle. Da die Buddel. Er war starker Raucher wahrscheinlich hier, der Häuptling. Häuptling geteerte Lunge. Eindeutig, der war's. So. Leck mich. Es ist anstrengend, Leute. Es ist richtig anstrengend, dieses Spiel. Wahrscheinlich jeder, der das durchgespielt hat, wird mir das bestätigen können. Es ist anstrengend und nervig. Oh Gott. 4 Stück noch. Fick dich! Ich muss still sein, Entschuldigung. Denn wenn... ja. Wenn zu viele Dinge auf einmal da sind, kann ich die nicht mehr auseinanderhalten und dann haben wir ein Problem. Denn... dann haben wir es zu laut. Oder ob ich doch erstmal die Gegenstände, die in der Nähe sind, mache nächstes Mal?
Ich glaube, es macht keinen Unterschied. Verkackte Mülltonne. Wenn wir doch eine hätten, die wir auf dem Rücken tragen können, das wäre schön. Das wäre richtig cool, weißt du, so eine Mülltonne auf dem Rücken. Einfach die Sachen drin. Alle, was weiß ich, 14 Stück. Alle 14 Müllhälften. Und dann einfach Ruhe. Aber nein. Der werte Herr, einarmiger Bandit, muss die ja alle einzeln tragen. Was war das hier, ne? Jeden einzelnen Gegenstand einzeln. Aber wir liegen gut in der Zeit. Wir liegen echt gut in der Zeit. Und wenn jetzt nicht noch irgendein Gegenstand dazu kommt, können wir das echt gut schaffen. Mit Bravour, Freunde. So, siehst du, weil jetzt ist es halt blöd. Jetzt müssen wir kilometerweit weglaufen. Um die Sachen auszuschalten. Das ist jetzt natürlich der Nachteil. So, das haben wir schon mal. Jetzt haben wir nur noch den Sound. Oh Mann. Und jetzt wird es richtig heftig. Es wird echt heftig. Aber leider nicht weniger nervig. Ich guck ab und an mal auf die Uhr. Gut, eine halbe Stunde haben wir die Folge schon. Ich hoffe, es dauert nicht mehr lange. Aber ich will mal so sagen, wenn wir jetzt verkacken, dann brechen wir das Spiel ab. Dann brechen wir es ab. Denn, nochmal will ich das nicht machen. Habe ich ja, glaube ich, schon 10.000 Mal erzählt jetzt hier in dieser überlangen Folge des, des Sich-Wiederholens. Aber es klappt ja eigentlich ganz gut, obwohl wir natürlich jetzt so ein bisschen hier ins Rotieren kommen. Aber das wird schon. Das wird schon, Freunde der Nacht. Das wird schon werden. Ich. Ach, weißt du. Das ist jetzt dein Ernst? Das ist jetzt echt dein Ernst, du Arschlochfeder?
Der mobbt mich hier richtig, ne? Man wird hier richtig gemobbt. Mit P natürlich gemobbt. So, jetzt geht's hier weiter. Alles gut. Das ist Wasser nur. So. Blöde Eismaschine. Der Typ wird auch empfindlicher, ne? Habe ich so das Gefühl. Der wird empfindlich. Der genervte Socke oder wie er heißt. Der wird ganz schön pingelig. So. Da. So, jetzt haben wir es gleich gepackt. Oh Gott. Es ist nicht mehr lange. Woo! Freunde. Komm, soll er nur kommen und mich holen. Mir egal. Komm schon, hol mich! Hol mich! Zwei Stück noch. Zwei. Ich werde es ja vermissen. Ich werde das Spiel vermissen. Total. Das waren die... die besten 40 Minuten gleich hier meines Lebens. Und sorry wirklich, dass ich wenig quatsche. Ich muss mich... ernsthaft konzentrieren, ne? Und ihr wollt wirklich nicht, dass wir das nochmal spielen. Glaubt mir, ihr wollt es nicht. Vielmehr, ich weiß, ihr wollt es nicht. Deshalb verzeiht mir, dass ich die Klappe halte und mich hier wirklich... und ich mich hier wirklich reinversetze. Das ist ein Föhn. Alles gut, alles okay, alles okay, alles okay. Na! Scheiße, war doch der Staubsauger. Und die Fritteuse. Konzentration. Wir wollen es nicht nochmal tun. Wir wollen dieses Spiel nicht nochmal spielen. Komm schon! Wir wollen es absolut niemals nie wieder spielen. Das ist gut, das Handy, das kommt uns wie gerufen. So, jetzt geht's hier weiter. Sch-
schon wieder. Alter, wer versucht uns da die ganze Zeit anzurufen? Frechheit. Wir haben zu tun. Und müssen uns hier ernsthaft konzentrieren. Wir haben hier keine Zeit für so Scherze. Komm schon. Okay. Fast geschafft. Hinten läuft noch ein Wasser. Jetzt glaube ich ein Föhn. So, jetzt setze ich mich mal etwas ungemütlich hin, denn jetzt heißt es Konzentration. Es ist die letzte Nachtschicht. Da brauchen wir 15, leck mich. Das werden wir nicht schaffen. Also, wenn wir das schaffen, dann sind wir echt gut, denke ich. Ich gebe mir die größte Mühe, es zu packen. Also wirklich die größte Mühe. Man sieht es vielleicht, ich konzentriere mich hier wie Sau. Nur um das Spiel durchzuspielen und damit wir es nicht nochmal machen müssen. Das war ja jetzt hinten der Kühlschrank. Jawohl. Läuft gut bis jetzt. Alles okay. Weiter geht's. Das ist gut. Da ist noch ein Burger. Ich check immer so ein bisschen beim Zurücklaufen die Lage. Wo hier die Sachen sind. Da sind noch mehrere. Aber bis jetzt geht's. Es geht. Dort. Ist noch was? Das holen wir. Okay. Hallo. Das ist nur das Telefon. Gott, wir haben es gleich geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, bitte, hier bei Joe Steiner. Wir haben es gepackt, Leute. Hinten das scheiß Faxgerät noch ein letztes Mal.
Wir haben es geschafft. Das war Joe Steiner. Development VIS Games. VIS Games, ich verfluche euch dafür, wirklich. Ich verfluche euch für dieses Spiel. Im Ernst. André Bürger. Dich verfluche ich. Möge der lustige Vogel dir ewig solche Streiche spielen. Also ganz im Ernst. Das Spiel ist richtig scheiße. Das ist, also, es ist jetzt nicht schlecht programmiert, so sagen wir mal so. Also es ist jetzt vom Programmiertechnischen her, denke ich, bestimmt ganz cool. Und auch von der Machart her, es sieht jetzt nicht schlecht aus. Aber es ist einfach spielerisch so scheiße. Es ist einfach so scheiße. Und dagegen Pineview Drive, ne, war so gut. Pineview Drive war richtig geil. Das hatte ein paar Schocker und so weiter, aber das Ding hier hat ja wirklich nichts mit Horror zu tun. Wirklich gar nichts. Mal so richtig nichts. Also, wenn ich könnte, ich würde es jetzt noch bei Steam zurückgeben, aber kann ich leider nicht. Und, ja. Also, kauft euch das Spiel nicht. Bitte, kauft es nicht. Es ist nicht schön. Ich wüsste jetzt nicht, warum irgendjemand daran Spaß haben könnte oder wie. Keine Ahnung. Kann mir keiner erzählen, dass er damals Spaß hat. Ach cool, sie grüßen Harald Frenkel, finde ich süß. Ach, und Pandoria und Rash Tasmani und PewDiePie und Kronk und Holly LP. Cool. Interessant. Naja, egal. Ich bedanke mich, dass ihr so lange hier zugesehen habt. Wirklich. Ich bedanke mich, dass ihr so lange hier zugesehen habt und durchgehalten habt. Denn so kann man es nennen. Ihr habt durchgehalten bei diesem Spiel. Ist so. Wir haben alle durchgehalten. Ihr und ich. Thanks for playing Joe Steiner, ja. Wenn sie mir jetzt 10 Euro geben würden, das wäre lieb. Dann hätte ich was davon. Naja, gut, genug jetzt hier. Das war also Joe Steiner und ich entschuldige mich dafür schon mal, dass ich dieses Spiel rausgesucht habe. Also ich habe wirklich gedacht, es wird gruselig. Weil es eben von den Machern von Dings hier, von Pineview Drive ist. Und Pineview Drive war sehr gut. Passing Pineview Forest oder wie es heißt auch. Aber das hier, das kannst du ja echt vergessen. Na gut. Das nächste Spiel wird wahrscheinlich wieder ein paar Tage auf sich warten lassen. Aber, ja. Ich weiß auch noch gar nicht, was ist. Ach so, doch, ich hab noch eins. Aber das, war eigentlich für einen Livestream gedacht. Mal gucken. Vielleicht machen wir das oder ein anderes oder machen erstmal Pause. Lasst euch überraschen. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen und durchhalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Nanius. Ciao!